Ja, hallo zusammen. So, heute machen wir weiter. Dann können wir ihn einschalten. Immer auf 2%. Zeitraum. Zeitraum angegeben. Dann machen wir eine Kurve 10%. So. Hallo? War nicht gesetzt. Weiß ich nicht, wo ich hin muss. Das ist das Problem. Ich mach mal hier so und dann muss ich erstmal gucken. Müssen erstmal gucken. Richtigen. Immer da. Oh. Also. Hier müssen wir schon wieder. Runter auf 0. Weiß würde ich sagen. Scheiße. Kann ich eigentlich normale Gleise? Okay. Der X-Ray. Ja. Oh. Sprechen. Der scheiß Baum, ne? So, jetzt sind wir ungefähr gerade. Ach ja, um.
Zurückkommen. Oben rein. Ja, jo. Oh. Würde ich sagen, jetzt legen wir mal nach oben. Hier lustig. Lustige Bahn. Der sieht doof. Das ist schön, wenn man sieht, durch die Bäume sieht, fälscht das. Geh doch. Fälscht schon. Ich glaube. Den Baum müssen wir. Ja, genau. Was ist das? Weg? Ja. Warum das mal hin? Immer hier so lang? Ah, fast rauskommen, wo wir. Weg. Man sieht es sehr schlecht. Ganz ehrlich sagen, das ist so ein bisschen, was ich bemängeln muss. Wirklich schlecht. So. Weit so gut.
Muss ich gucken, ob ich hier durchkomme. Fünfzig. Ach komm, das ist doch scheiße hier. Aus, ne? Viel zu empfindlich im Baumenü. Jetzt mach doch. Habe ich wieder durch irgendwas. Doch nicht. Das wird eine schöne Strecke. Problem wird sein, werden wir, oh, wird es am Ende auch so enden, wie wir haben wollen? Ja, ein bisschen. Jetzt ist ja noch richtig gut. Kann ich besser mit ein bisschen rechts und links laufen? Kann ich die besser legen, als wenn ich Maus benutze? Einfach die Maus festhalten oder liegen lassen. Was jetzt? Ah, ja, kann er ruhig ein bisschen Zickezacke sein. Das ist halt eine Feldbahn. Und ich liebe das an diesen Feldbahnen. Ich mache ja auch viele Feldbahnvideos an. Und liebe dieses, ja, dass die Gleise nicht so perfekt verlegt sind. Das ist mir schon zu perfekt, also tut mir leid. Aber wir kriegen es noch hin. Ob wir kriegen es noch hin. Wir kriegen es auch noch in dieser Folge hin.
Und wenn ich das da schon wieder sehe, da kriege ich schon wieder, ne? Will ich schon wieder heulen. Das wohl wirklich nicht sein, sondern. Ja, toll. Dann rennen wir halt bis zum Ende. Das ist ja schon das Ende. Dann setzen wir die da neu an. Mal wieder zurücklaufen. Ganz toll. Dafür baue ich aber jetzt die. Kann ich jetzt nicht rechts und links laufen? Ach, weil ich Rennen habe. Kann ich danach zum Not rückwärts laufen? Ah, da hinten sind wir doch schon. Die Kurve gefällt mir überhaupt nicht. Ich muss hier schon so rüber gehen. Kann ich mich jetzt wieder nicht bewegen? Bisschen Tricks, ein bisschen. Dann muss ich wieder ausgleichen, aber vorne hin. Das ist schon wieder krumm und schief. Was ist das? Oder geht eigentlich? Ach komm. Es muss ja krumm und schief sein. So, das meckere ich rum, weil alles so gerade ist. Dann versuche ich es auch noch gerade zu hinzukriegen. Man ist auch mit nichts zufrieden. Krieg Krampf in den Finger. Diese Ollmaus. Irgendwie kriegen wir es hin. Ich weiß das, was wir hinkriegen. Ich weiß noch nicht wie, aber wir kriegen es hin. Oh, fange ich am besten auf. Das passt schon. Ich glaube, die Kurve ist auch gut. Jetzt arbeiten wir hier noch ein Stück machen wir noch. Dann um geht natürlich. Das müssen wir nämlich schön immer mittig hier legen. Richtig? Damit wir auch von dem verankert, ne?
So. Unterrennen? Irgendwie ist aus. Alter. Elektroscheiß, warum? Ich kann schon mal die Bäume bekommen. Alter, am Dampf stören sie leider. Er kann stehen bleiben, aber der hier nicht. Ach so. Eng. So. Heißt, da hinten müssen wir. Muss ich irgendwo eine Weiche rein? Weiß noch nicht wo. Am liebsten hätte ich ja hier eine Weiche. Oben, hier. Gucken wir mal. So. Weichenhebel hier oder da? Links. Ne, wir brauchen rechts weichen. Eine rechts weichen. Lassen wir hier nochmal. Ein Stück weg. Gehen wir hier nämlich da. Richtung her. Auch mal hier zwischen Platz. Zwischen Platz. Ah, falsch. Leider müssen wir so viele Bäume abreißen. Das gefällt mir gar nicht, aber okay. Hier kommt ja unser. Sehe ich nämlich immer. Sehe ich nicht, wo ich hin muss mit der Gleise, mit der. Ah. Das. Oh, ne. So, hier irgendwo hin. Gut. Auch im abpacken. Holzlager. Gerade? Der braucht gar nicht gerade. Das gar nicht. Oh, das sieht gut aus. Kann ich nämlich hier Holz nehmen, aufladen. So, und hier muss ich Holz hinbringen. Also wir brauchen hier ein Gleis. Eine Gleise. Wow.
durchfahren können. Boah, du bleib doch einfach mal. Noch 4-5 Racks hinlegen, weil wir dann kommen. Dann habe ich einen Trick gesehen. Da kann man quasi ein Prellbock, aber was ähnliches wie ein Prellbock. Ja. Und das zurück, aber hier geht er. Bei dem ging jetzt stand das dann hoch. Bei dem stand hoch. Ich sauf. Ah. Seht ihr? Anna? War doof aus. Solange es den Zweck erfüllt. Ja, das ist so geil. Natürlich genau hier an den Bäumen vorbeigebaut. Ärgerlich. Aber gut. Passt schon. Losgucken. Kann besser von der Weiche ausgehen, oder? Mehr von. Weiß ich, wo ich hin muss. So, jetzt haben wir das Gleis. Ja hier nicht schnell fahren, ne? Ja nur so liegen, dass war dass das passt. Wird jetzt so krumm. So. Das geht. Das ist so. So, ist. Hier der Knick, ne? Ja. Da entgleisen die Wagen. Weg. Den, auch den. Hier aus. Dann so rüber. Ja, würde ich sagen, so ist erstmal gut. Hier ist ja nur für jetzt zum Holz voll machen. Da vorne noch ein Wasserturm hinbauen. Auch ein bisschen. Also muss ich ja nicht sagen, hier ist Ende. Egal. Dann rennen wir jetzt runter und würde ich sagen,
In der nächsten Folge fahren wir die erste Tour. Glaube ich, nehme ich jetzt runter, dann gucken wir mal. Unten noch Dings umstellen, irgendwie, dass ich das Ding nach hinten kriege. Hey, ich will ja auch noch hier ein Dings. Da muss ich gucken, wie ich es mache. Das wird überhaupt nicht passen. Ja, noch ein Weg. Ich muss ja einen Weg noch hier hinterbauen. Hierhin. Da dran vorbei. Dann hinten anschließen. Dann hätte ich auch gerne, dass ich da so einmal rumfahre. Müssen wir mal gucken. Lässt sich bestimmt machen. Weiß nicht, ob ich hier Holz hinliefern muss. Ich habe so fast die Befürchtung. Aber ich renne jetzt erstmal runter und werde alles absägen. Bis vorne hin. Und bis dahin sage ich euch, wir treffen uns wieder an der Lok in der nächsten Folge. Also bis dahin, macht es gut.